Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und zwar zum heutigen Video Tower Diven wie ein Pro. Wir alle kennen Tower Diven, viele von uns machen Tower Dives und einige von uns inten dabei tatsächlich immer regelmäßig. Wahrscheinlich nicht nur einige, sondern sogar ziemlich viele. Und damit das nicht mehr so oft passiert, kommt heute ein kleines Tutorial dazu. Für alle, die tatsächlich nicht wissen, was Tower Diven bedeutet: Tower Diven ist einfach nur der Vorgang, der Gegner ist am Turm, an seinem Turm und du tötest ihn, also unter seinem Turm, quasi. Wir lassen uns hier auch nicht jetzt lange lumpen und fangen direkt an. Schritt Nummer 1, um einen erfolgreichen Dive durchzuführen, ist natürlich logischerweise die Minion Wave reinzupushen. Und das meistens relativ schnell oder so schnell wie es geht. Denn jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, dass der gegnerische Turm erstmal mit den Minions beschäftigt ist und nicht sofort auf uns herumballert. Außerdem ist natürlich so die Möglichkeit, an den gegnerischen Champion ranzukommen höher, da der natürlich genau diese Minions farmen möchte. Bis zu diesem Punkt, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, schaffen es die meisten tatsächlich auch. Aber jetzt, genau hier an dieser Stelle, trennen sich jetzt die Inter von denen, die so ein bisschen wissen, was sie zu tun haben. Hier, meine Freunde, haben wir ein Tower Dive Beispiel und ihr könnt mir jetzt in diesem Moment unten in die Kommentare reinschreiben, also am besten das Video kurz stoppen, was hier schiefgelaufen ist, beziehungsweise was war hier der Fehler bei diesem Dive. Es gibt da hier tatsächlich ein sehr, sehr schönes Sprichwort, was das Ganze gut beschreibt. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich nicht mehr kennen, einige vielleicht schon. Und zwar ist es nämlich Never Dive Irelia. Ja, das hat mit der aktuellen Irelia leider nichts mehr zu tun. Das war die alte Irelia. Die alte Irelia konnte nämlich, wenn sie selbst wenig HP hatte und du sie gedived hast, was sehr, sehr oft passiert ist, dich stunnen. Ja, und wenn sie da Punkte rein investiert hat, sehr, sehr früh, dann konnte sie das sogar ziemlich lange. Ich glaube, bis zu 2 Sekunden. Und in den meisten Fällen, wenn du eine Irelia gedived hast, hat sie dich geäht, du wurdest gestunt und dann bist du irgendwie unterm Turm gestorben. Optional hatte sie dann auch noch ihre Q zum Rumspringen und ihre Ultimate zum Heilen, aber das lassen wir erstmal außer Acht. Der große Fehler von dem Dive, von dem ich vorhin gesprochen habe, die meisten werden es jetzt wahrscheinlich gesagt haben, hey, ich habe es gerade gelernt, da waren keine Minions im Tower. Und das ist definitiv richtig, das ist aber nicht das, worauf ich hinaus möchte. Und zwar, Irelia hatte noch ihren Defensivspell, ihre E, zur Verfügung. Das bedeutet, bevor ihr einen Gegner diven wollt, Schritt 2, müsst ihr dafür sorgen, dass der Defensivspell vom Gegner auf Cooldown ist. Was verstehe ich unter Defensivspell? Das heißt, der Vladimir Pool sollte auf Cooldown sein. Der Weiger Cage sollte auf Cooldown sein. Sogar ein Riven Stun oder das Tryndamere zählt als Defensivspell und je mehr vom Gegner raus ist, umso besser ist das Ganze. Das Xerath-E, diese kleine Blitz-Stun-Kugel, das Ari-Charm, das sind alle Spells, die euch den Tower Dive richtig kacke gestalten und diese müsst ihr vorher irgendwie rauskriegen. In sehr, sehr vielen Situationen könnt ihr diese Defensivspells baiten. Das bedeutet, ihr kriegt ja nur Tower-Aggro, wenn ihr den gegnerischen Champion unter seinem Turm angreift. Wenn ihr jetzt Minions dort habt und ihm einfach sehr, sehr nah auf die Pelle rückt, ja, sehr nah an ihn rantretet, er wenig appiert, dann kann es sein, dass er Panik bekommt, dann kann es sein, dass er Angst kriegt, dann wird er einfach seine Defensivspells benutzen. Ihr werdet zwar vielleicht kurz gestunt, wenn er trifft, wenn ihr das ausweicht, ist noch besser, aber ihr kriegt keine Tower-Aggro, weil ihr den Gegner nicht angegriffen habt. Und jetzt, genau in diesem Moment, habt ihr die Möglichkeit, den Gegner zu diven. In einigen Fällen reicht es auch, wenn ihr dem Gegner gegenüber sehr aggressiv spielt und dann kriegt er irgendwann Angst und benutzt seine Spells und genau ab diesem Zeitpunkt ist er quasi tot. Allerdings gibt es hier natürlich auch wiederum sehr, sehr gute Spieler, das heißt, die wissen genau, hey, wenn ich jetzt meine Fizz E benutze, dann bin ich tot und genau deswegen benutzen die diese Spells nicht. Und diesen Leuten ist es meistens sehr, sehr schwer, diese Spells zu entlocken. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo ihr den Defensivspell nicht baiten müsst. Und zwar, erste ist, ihr seid Faker, das heißt, ihr seid richtig krass und habt übelste Plays. Aber dann braucht ihr auch dieses Video nicht schauen wahrscheinlich. Oder der zweite Punkt ist natürlich, wenn ihr super fett seid, den Gegner anspringt und er sofort tot ist. Klar. Wir haben die Minions reingepusht, wir haben den Defensivspell des Gegners gebaitet. Wie läuft jetzt der Tower Dive ab? Beispiel 1, wie man es nicht macht. Man benutzt nicht als erstes seinen Movement Speed Zauber, seinen Dash, Sprung, was auch immer man hat, auf den Gegner, um ihn zu diven. Das ist Quatsch, das ist ein Fehler. Denn sollte die zu divende Person, wie auch immer sie das anstellen möge, mit Flash, mit Dash, was auch immer, irgendwie von euch wegkommen, dann steht sie nämlich 1000 Kilometer von euch weg, ihr seid in einer unglaublich schlechten Position, kommt nicht mehr hinter dem Gegner hinterher, kriegt 1000 Millionen Tower Shots und seid einfach gerippt. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass es dazu einfach gar keinen Grund gibt. Ihr könnt im besten Fall, wenn Minions unterm Tower sind, einfach auf den Gegner zulaufen, greift ihn im Nahkampf an und wenn der Gegner dann wegflasht oder was auch immer er macht, dann springt ihr hinterher. Und im allerbesten Fall, wenn ihr diesen Dash gar nicht braucht, dann benutzt ihr diesen halt zum Escapen nach dem Dive. Tower Dive Beispiel, wie man es nicht macht, 2. In diesem Fall sind wir Fernkämpfer, sagen wir einfach mal AD Carry. Wie man es nicht macht, ist, dass ihr auf Max Range den Gegner unterm Turm angreift. Denn im schlimmsten Fall flasht er weg und es kommt einfach weg. Er benutzt Heal und kommt weg, er läuft einfach weg oder er springt weg oder was weiß ich. Er ist auf jeden Fall einfach weg und ihr kommt nicht hinterher. RIP. Wie man es richtig macht,
ihr lauft unter dem Turm, selbst als Fernkämpfer, ihr müsst nicht unbedingt neben ihm stehen, aber so, dass ihr ihn permanent angreifen könnt. Ja, ihr steht einfach neben dem Turm und greift ihn an. Der Gegner hat keine Möglichkeit, irgendwo hinweg zu escapen und ihr könnt locker flockig den Gegner, egal wo er hinläuft, weiter angreifen. Für Mages in der Mitte gilt absolut genau das Gleiche, wobei man wirklich hier sagen muss, auch bei ADKs vielleicht dem einen oder anderen, es gibt natürlich extrem viele verschiedene Champions und es kann sein, dass es hier und da eine Ausnahme gibt. Das heißt, es ist halt situationsbedingt, aber grundsätzlich könnt ihr das so handhaben. Beim Escape, wir nehmen jetzt einfach mal den Midlane Tower Dive, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Das Beste ist natürlich, wenn ihr einfach über diese riesige Wand drüber hinweg flasht. Natürlich ist es hier sehr, sehr gefährlich, denn ihr wisst nicht, was links und rechts so an Gefahren herumlungert. Ne? Es könnte sein, dass der Jungler dort ist. Das heißt, wenn ihr wisst, der Jungler ist auf der unteren Seite, dann solltet ihr nach oben escapen. Wisst ihr, der Jungler ist auf der oberen Seite, solltet ihr nach unten escapen. Wenn euch beides zu gefährlich ist, könnt ihr auch einfach ein Stückchen nach vorne laufen. Die Tower aggroviert an die Minions, wenn welche da sind, wieder zurückgegeben. Und ihr lauft einfach in die Lane wieder zurück. Das, meine Freunde, war der Solo Tower Dive. Ja, Solo eine Person. Jetzt kommen wir zu Duo, zwei Personen, ihr und der Jungler oder wer auch immer. Ja, zu zweit eben. Der Duo Tower Dive, meine Freunde. Hier gibt es mehrere Ausgangssituationen. Ausgangssituation 1 ist, ihr lauft beide durch die Lane und Tower Dive den Gegner von der Lane aus. Hier ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass ihr extrem schnell die Wave reinpusht, damit der Gegner nicht so viel Zeit hat, einfach nach hinten wegzulaufen. In vielen Fällen, und deswegen ist dieser Tower Dive nicht so gut, ist der Zeitdruck so hoch, dass der Gegner nicht wegrennt, dass man sogar teilweise diven muss, ohne dass die Minions am Turm sind. Was meistens ein Double Kill für den Gegner ist. Wie man besser Tower diven kann, einer steht auf der Lane und der andere kommt von hinten hinter dem Turm irgendwo im Gebüsch und wartet dort. Dadurch hat der Gegner grundsätzlich erstmal nicht die Möglichkeit zu escapen. Hierbei ist extrem wichtig, und das bringt mich so oft zum Tilten, dass der Laner die Wave so hart reinpusht, wie es nur geht. Also selbst wenn er da vielleicht ein paar CS verliert. Zeit ist hier wirklich Gold wert, denn das Gefährliche bei diesem Tower Dive ist, dass ihr nicht zusammensteht und euer Jungler von euch ja abgetrennt ist. Wenn das Ganze zu lange dauert mit dem Reinpushen und euer Jungler gespottet wird, dann kann er nämlich dort gesandwiched werden und die Gegner töten euch und es ist alles over. Sollte dies allerdings nicht passieren und ihr die Wave reingepusht habt, könnt ihr jetzt zu zweit auf den Gegner aus beiden Richtungen hinzulaufen. Hier auch wieder keine Dashes benutzen, einfach auf ihn zulaufen und zu zweit den Gegner kaputt hauen. Wichtiger Aspekt hierbei ist, wer von euch beiden Aggro zieht. Es sollte auf jeden Fall die Person Aggro ziehen, die die besseren Defensivmöglichkeiten hat oder Escape Spells, das heißt zum Beispiel so ein Pantheon-Block, oder der, der einfach tankiger ist. Da muss man vielleicht ein bisschen Geduld haben und warten, bis der Malphite den Gegner angegriffen hat, bevor ich selber als Caitlyn den Gegner angreife. Auch wenn ich Range habe und ihn schon seit 2 Sekunden hätte angreifen können. Eine andere Möglichkeit, und die ist eine sehr, sehr schöne, hat aber ebenfalls seine Nachteile, ist, dass eine Person, und zwar am besten ein Tank, ein Supporter oder jemand, der wenig Schaden macht, die Tower Aggro auf sich zieht und dann so weit wie möglich out of range läuft, so dass er gerade eben noch in Range des Turms ist und dort abgeschossen wird. Das heißt, er tankt einfach die Tower-Shots, während euer Mate genügend Zeit hat, unter dem Tower den Gegner zu töten. Hierbei ist es natürlich wichtig, dass ihr ungefähr abschätzen könnt, wie viel Schaden ihr vom Turm bekommt. Das heißt, ihr solltet dann so lange, bis ihr wirklich nur noch einen Tower-Shot kriegen könntet, den Tower tanken. Zeit für einen weiteren Geheimtipp. Wir alle kennen es, der Gegner versteckt sich hinter einem Turm und wir versuchen ihn anzuklicken, aber das will nicht so recht werden und ist sowieso schon alles eine super knappe Geschichte und zack, wir greifen den Turm an und sterben deswegen. Ja, ein Auto-Attack auf den scheiß Turm oder vielleicht sogar auf Minion ist genauso schlimm. Dafür gibt es eigentlich ganz einfache Abhilfe. Ihr geht unter Einstellungen, Tastenkürzel, dort scrollt ihr bis nach ganz unten unter Sonstiges. Und da gibt es den Reiter nur Champions als Ziele. Da macht ihr eine Taste eurer Wahl rein und sobald ihr diese Taste gedrückt haltet, könnt ihr, ja logischerweise, nur noch Champions anklicken. Keine Minions, keine Türme. Hier noch eine wichtige Information zum Turm. Der Turm lädt sich mit der Zeit auf. Das heißt, er macht mit jedem Schuss 40% mehr Schaden bis zu einem Maximalwert von 120%. Das heißt, plus 40%, plus 80%, plus 120%. Tot. Hier ein extrem wichtiger weiterer Punkt, und zwar Tower. Tower haben ein gewisses Attack-Speed, das heißt, er schießt, muss nachladen, schießt, muss nachladen, schießt, muss nachladen. Wenn ihr jemanden diven wollt, dann solltet ihr möglichst warten, bis das Projektil des Turms gerade diesen Kristall, wo er rausschießt, verlassen hat. Das heißt, dass er schon auf dem Weg zum Minion ist, denn dann muss er für den nächsten Auto-Attack super lange nachladen. Und genau in diesem Moment habt ihr die Möglichkeit, den gegnerischen Champion anzugreifen. Ihr zieht zwar dann direkt die Aggro des Turms auf euch, aber dieser muss erstmal nachladen, bevor er diesen ersten Schuss auf euch abschießen kann. Tower Diven kann richtig schön und richtig cool sein, vor allem wenn man den Gegner so auf 0-4 haut, aber Achtung Leute, Tower Diven ist nicht immer worth, denn wie gerade schon erwähnt, einen Gegner, der 0-3 ist, zu Tower Diven ist meistens absolut super horrible.
Denn diese Person gibt euch, wenn ihr sie tötet, extrem wenig Gold. Ihr geht aber in den meisten Fällen ein super hohes Risiko ein. Vor allem, wenn da vielleicht noch ein Jungler, ein Supporter oder irgendein Gegner mit aus dem Busch auftaucht. Das heißt, überlegt euch vorher, ob ihr die Person wirklich diven wollt. Bevor ihr jemanden divet, der 0-3 ist, sagt euch lieber, okay, ich dive vielleicht die Leute auf der Botlane, hol mir einen Drake, hol mir den Turm oder was auch immer. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, so ein Kassadin 04, ne, ist super kacke, aber du willst auch nicht, dass der irgendwie ins Game reinfindet und da kann es worth sein, den schon mal nochmal zu töten. Aber wenn der dann im Endeffekt dann 2-5 steht oder 2-4 oder was weiß ich, ne, dann hat sich's nicht so gelohnt. Hier kommt nochmal was ganz Kurzes zur Verteilung. Der Tower-Agro kann ja hier und da auch nochmal interessant sein bei so einem Dive. Grundsätzlich greift ein Turm immer zuerst ein ZZ-Rod-Portal an, dann den Jack in the Box, wobei ein Jacks in the Box mit Sicherheit auch interessant ist und so Tiere wie Tippers etc. Dann werden Siege-Minions gekillt, dann werden Melee-Minions gekillt, Caster und dann Champions. Sollte wie beim Duo-Dive ein Champion tanken und dann out of range laufen, dann wird der nächste Champion am Turm als nächstes gefokust. Das heißt ja, wenn da noch drei Leute sind, wird der angegriffen, der am nächsten am Turm ist. Das war's mit dem Video Tower Diven wie ein Pro. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, hat euch vor allem auch hilfreich sein können. Das heißt, ihr wisst jetzt ungefähr, was ihr zu tun habt oder könnt das Ganze ein bisschen üben. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich übel darüber freuen, wenn ihr das Ganze vielleicht mit euren Kumpels teilt. Ihr könnt mir außerdem gerne droppen, was ihr vielleicht als nächstes haben wollt. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht ein bisschen was zum Jungle machen, Jungle-Routen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut da rein, auf Wiedersehen und tschüss.